Unreal Engine. Head up. Irgendwas developed by. So, wie ihr sehen könnt, Pumpkin Jack. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar, ich dachte mir so, hey, wir haben den goldenen Oktober. Halloween kommt. Pumpkin Jack. Klingt echt cool. Und ja, irgendwie sah das Spielprinzip interessant aus. Dann habe ich das irgendwie bei GameStar gesehen, also bei GameStar auf dem GameStar-Kanal. Ich glaube, Fritz war das, der das vorgestellt hat in seiner wöchentlichen Trailer-Rotation. Und er hat auch gemeint, dass es sehr kurz sei, nur 6 Level oder so. Ich wollte es trotzdem machen. Ich wollte es trotzdem spielen. Und ja, deswegen schau mal kurz rein. Kürbiskönig, Holzfäller, Cowboy, Samurai, Kommissar, Skelett, Bussard und das sind 4. Okay. Sieht schon mal recht witzig aus. Also hier kann man so ein bisschen... Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal. Ich werde natürlich die Folge vor Halloween hochladen, das ist mir schon klar. Aber naja, mal schauen. So. Brich auf ins Abenteuer. Ich habe jetzt Untertitel an. Pumpkin Jack, falls es irgendwie... Once upon a time, in the great Arkansas Kingdom, the world lived in peace and coexistence. Between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity, without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansas a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the eternal night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful! But, for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon their champion. The mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Geil. Wie so ein kleines Märchen, nur halt, naja, nicht nett. Aber finde ich cool. Also ich finde es echt witzig, wenn die so ein bisschen immer die andere Seite auch mal zeigen, nicht immer die positive, gute. Ich wollte eigentlich jetzt vor Halloween Overlord spielen. Ich dachte mir, das passt viel, viel besser dazu. Oh, das läuft. Spielt sich eigentlich recht smooth, muss ich sagen. Kann ich irgendwas machen? Nur laufen und jumpen. Okay. Ein Doppelsprung. Kürbisse. Diese Welt ist ein einziges Chaos.
Der Teufel zieht das voll durch mit dem Tod allen Lebens. Boah, ich bin zu langsam beim Lesen, ey. Also optisch sieht es schon mal echt cool aus. So stelle ich mir ein Märchen vor. Sieht doch gar nicht so übel aus, aber er braucht meine Hilfe, um einen lästigen Zauberer loszuwerden. So, Video, kurz mal warten. Keine Begrenzung. DLS geht nicht, Raytracing geht auch nicht, haben wir nicht. Noch nicht. So besser. Ja, so ist viel, viel besser. Okay. Ne, ich möchte mir eine GeForce-Grafikkarte holen. Und zwar die 3070 oder die 3060 Ti. Also je nachdem, was im Budget drin ist. Ihr werdet lachen, jetzt habe ich eine 1650 drin. Läuft aber trotzdem auf Full HD recht smooth, finde ich. Also, da kann man nichts sagen. Nicht jedes Spiel, aber das läuft jetzt ganz gut. Klettern, auch wieder. Was die Frage aufwirft, welche Art von Zauberer kann er selbst nicht besiegen? Ich finde das Bild von ihm viel gruseliger als die Gestalt, mit der wir hier rumlaufen. Das finde ich irgendwie cool. So richtig typisch wie ein Märchenbuch früher war. Oh, was stand da? Reden? Huhu, wen haben wir denn da? Steckt wohl doch mehr in diesem Kürbiskopf, als man denkt. Mehr als unter deinem Gefieder auf jeden Fall, du Vogel. Zu spät. Dran und auf, Müpfig. Du bekleckerst dich nicht gerade mit Ruhm, Jack. Wer bist du überhaupt und woher kennst du meinen Namen? Ich bin ein Diener des Teufels, uhu. Ich wurde geschickt, um dich und deine Arbeit mit Eulenaugen zu überwachen. Glaube ja nicht, dass der Teufel deine tückischen Taten vergessen hätte, Jack. Er vertraut dir ganz und gar nicht. Huhu, nicht. Pah, bleib mir lieber von der Pelle. Falls nicht, hätte ich da noch etwas uraltes Familienrezept für Hühnerschenkel. Huhu, dieses Hühnchen hier hat dir einen niegelnagelneuen Körper geschenkt. Huhu. Wo wir gerade dabei sind, bringen wir doch mal wieder in Form. In Form bringen? Hast du mich gerade fett genannt? Huhu, du bist ein Kürbis. Inkorporales. Hast Jahrzehnte ohne richtigen Körper verbracht. Und jetzt hör auf rumzudrödeln. Wird Zeit, dass du dich an deinen neuen Körper gewöhnst. Okay. Oh, wir können rollen. Rolle. Spiel wird gespeichert. Kann ich in der Luft eine Rolle machen? Nee. Ne, also diese Bildchen von den Figuren sehen aus wie frühere. Ich hatte ein ganz altes Grimm-Märchenbuch früher als Kind. Also so ein richtiges Grimm-Märchenbuch, nicht wie jetzt dieses weichgespülte Disney. Sondern da haben dann zum Beispiel... Warum nimmst du nicht ein Schlückchen aus dem Kessel? Dieses blubbernde Brühe hält deinen Körper zusammen. Huru! Ich klinge aber eher wie eine Taube statt wie eine Eule. Aber egal. Nee, und in dem Märchenbuch war halt alles so ein bisschen brutaler. Ich glaube, das war dann... Dornröschen? Nee, Dornröschen war es nicht... Also Schneewittchen? Oder doch, Dornröschen war das. Oder? Aschenputtel? Nee, war Aschenputtel. Aschenputtel ist irgendwie... War das Aschenputtel oder Schneewittchen? Ich komme mit den ganzen Märchen durcheinander. Zumindest irgendwelche Geschwister haben sich dann die Zähne und die Fußballen abgeschnitten, statt sich halt dafür suchen, reinzuzwängen. Alles voller Blut und so weiter und so fort. Oh, was ist das denn? In einigen Kulturen gelten Krähenschnäbel als Glücksbringer. Wuhu! Angeblich beschützen sie ihren... Das war jetzt zu schnell. Nee. Und da waren halt so brutale Märchen. Also, ich glaube, Dornröschen war das.
War Dornröschen nicht das, was in Ohnmacht... Ja, die in Ohnmacht gefallen ist oder geschlafen hat durch den Fluch, die wurde dann irgendwie von dem Prinzen missbraucht. Sie hat dann irgendwie zwei Kinder bekommen und die Kinder haben dann ihre Hand berührt und deswegen ist er eigentlich aufgewacht, nicht durch den Kuss des Prinzen. Keine Ahnung. Trinken. Meine Brühe. Oh, Doppelsprung. Du kannst außerdem einen Doppelsprung landen. Guru, wieso? Dein Körper ist verzaubert, der Kürbiskopf. Da hinten ist noch was. Und zweiter Krähenkopf. Das hat ja meine Frage beantwortet, warum wir einen Doppelsprung können. Also so vom Sprungverhalten her ist es schon cool. Ist nicht schlecht. Nur auf den Kampf gespannt, weil eigentlich ist es ja ein Actionspiel. Wieder mit Kämpfen und allem drum und dran. Aber so Halloween-Stimmung hat man schon. Naja, Speicherpunkt. So ist's besser. Können wir irgendwas schlagen? Nein. Weiß nicht. Nimm Anlauf und dann mach einen Doppelsprung über den Fluss. Guru! Guru, gar nicht mal so schlecht, Jack. Dich bringen wir schnell wieder auf Vordermann. Wow. Es fühlt sich echt gut an, wieder einen eigenen Körper zu haben. Arme, Beine, alles. Dann willst du jetzt auch vollen Körpereinsatz sehen. Da warten ein paar Monster darauf, von uns zerlegt zu werden, Guru. Aber das sollte dir ja keine Probleme bereiten. Oh, mit Zerlegen kenne ich mich bestens aus. Zahlen, Möbeln, Hühnerschenkel. Aber warum sollte die mich überhaupt angreifen? Wissen die nicht, dass ich auf ihrer Seite bin? Wissen, Guru, das ist ein Fremdwort für DJ. Guru, die Monster sind nichts als schwerfällige Spatzenhirne. Sie wissen nicht mal, wer sie selbst sind. Guru, ganz zu schweigen von dir. Kürbis oder nicht, du bist immer noch ein Mensch. Das allein macht dich zu ihrem Feind. Deswegen braucht mich der Teufel also. Ihm fehlt die menschliche Intuition. Guru, diese neuen Gegner... Was? Dieser neue Gegner ist schlau, Jack. Guru, der Teufel braucht jemanden, der mindestens genauso schlau ist. Ich verstehe. Und ihm ist es egal, wenn ich seinem Monster die Rübe poliere. Guru, das sind doch nur hohle Birnen. Mach, was du willst. Hauptsache, du erledigst deinen Job. Guru. Okay. Womit hauen wir denn jetzt? Was stand da? Manchmal gewinnt man einen Kampf am ehesten, wenn man ihn einfach ignoriert. Ja, es ist so langweilig, wie es klingt. Wo wir denn hier außen rumlaufen können, statt da durch. Egal. Also ich schaue mich ein bisschen um, weil ich möchte so viele Krähen-Dinger einsammeln, damit wir auch die Skins freischalten können. Weil da gab es schon welche, die klangen echt cool. Ui, das war knapp. Ist da noch einer? Ist hier doch irgendwas leuchten hier? Nö. Also über einen Zaun können wir nicht springen. So, reden wir mal wieder mit dem. Ark! Sie ist zurück! Sie ist zurück! Lass uns abflattern! Flattern um euer Leben! Na klasse, noch mehr Vögel. Eigentlich habe ich ja schon mit der Eule ein Hühnchen zu rupfen. Aber wenn ich mich nicht durchlasse, kommt ihr auch auf meine Liste. Ja, bleib uns hier fern, Vogelscheuche. Ich habe Krallen und ich werde sie benutzen. Vogelscheuche? Meinst du mich damit? Ich heiße Jack. Du darfst mich auch...
einfach obergenialer Superschurke nennt. Ah, warte, er hat ja Beine. Eine Vogelscheuche hat doch keine Beine. Und er scheint auch mehr als Stroh im Kopf zu haben. Seht ihr? Ich bin keine Vogelscheuche. Und jetzt lasst mich durch, ihr kratzbürstigen Krähen. Rechts! Nicht so schnell, wir Vögel sind hier jetzt in der Überzahl. Wir lassen den Herrn Jack durch unter einer Bedingung. Wir brauchen deine Hilfe. Ich soll mich einer Krähe unterwerfen, so weit sind wir schon. Was wollt ihr? Bei der Scheune da drüben taucht manchmal eine Vogelscheuche auf. Sie terrorisiert uns schon seit Wochen und macht ihren Namen nicht der Lehre. Und jetzt soll ich sie für euch verscheuchen? Genau, genau. Ich werde dir auch helfen. Meine Flügel schlagen schnell und mein Schnabel ist spitz. Gegen ein wenig Luftunterstützung habe ich nichts einzuwenden. Wir haben einen Deal, Vogel. Hurra! Nieder mit dem Strohschädel! Oh, jetzt haben wir unsere Krähe. Oder Rabe? Egal, sie ist süß. Oh, der folgt uns. Wie so ein Schatten. Ist ja cool. Whee. Spiel wird gespeichert. Und da unten sieht man sogar, auf unserer Gesundheitsleiste ist die Krähe. Ja, ich bin bereit. Auf geht's. Immer dem Schnabel nach. Ist ja cool. Was ist eigentlich da hinten? Kann ich da rüber springen? Was ist das? Hat das jetzt gebracht? Außer, dass er getanzt hat? Grammophon entdeckt. Ja, wir haben halt das Grammophon entdeckt. Irgendwie cool, aber ich weiß nicht wofür. Neuer Speicherpunkt. Gluck, 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 gluck. So ist es besser. So, schauen wir mal, was da ist. Da hinten ist die Vogelscheuche. Da sind irgendwie einige Vogelscheuchen, habe ich so das Gefühl. Was ist das? Da ist ein Schnabel. Dann noch einer. 6 von 20. Das finde ich cool, muss ich ehrlich gestehen. Dass hier die Schädel trotzdem noch so hinterlegt sind. Und manchmal hat man ja so ein, man möchte alles komplettieren, dann guckt man sich Videos an, wo welche sind und man weiß gar nicht, ob man den schon mitgenommen hat oder ob man den jetzt noch nicht sieht. Ja, dafür ist es cool gemacht. Also das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kriegen wir unsere Schaufel. Das erinnert mich so ein bisschen an Shovel Knight. Yeah. Oh scheiße, ich hab unten es nicht lesen können. Kann man was in diesen Kisten finden? Ah. Ah, man findet da Leben, sehe ich gerade. Okay, gar nicht mal so schlecht. Oh. Cool, okay. Los geht's. Nieder mit der Tür, Jack. Immer schön mit dem Kürbiskopf durch die Wand. Yeah.
Okay, wir müssen nach oben. Trinken wir mal. So, das ist besser. Also mit Raytracing muss das Spiel echt geil aussehen. Weil hier haben die echt viele Lichtquellen. Von 20. Kann ich da oben drauf springen? Nein, kann ich nicht. Weiß schon, dass man mit Feuer Dinge in Brand setzen kann, oder? Aha. Au. Was ist das? Reden wir mal mit dem. Der sieht interessant aus. Warte, warte. Bitte tu mir nicht weh. Hä? Du kannst sprechen? Ja, ich komme in Frieden, edler Herr. Bist du dir da sicher? Du siehst aus wie ein Monster. Du bist so leer, so leblos, ohne Seele. Ja, genau, so steht es in meiner Jobbeschreibung. Ich bin nämlich Verkäufer. Oh, das ist mies. Na, das erklärt einiges. Gut, dass ich dich gerade am Wickel habe. Ich hätte eh noch eine alte Rechnung zu begleichen. Nein, nein, nein. Hör auf. Ich habe hier ein oder zwei Angebote, die du nicht ablehnen kannst. Was hat dich dein Geschäft etwa noch nicht totgelaufen? Ich verkaufe diese feinen... Häute. Ich häute ein paar Tote hier und da, damit andere in ihren Häute schlüpfen können. Manchmal habe ich aber auch Lederjacken im Angebot. Na gut, die zählen wohl als Waren des täglichen Bedarfs. Dann kann ich dich wohl doch nicht umbringen. Aber ich möchte einen Rabatt. Das versteht sich von selbst. Bitte schau ganz ruhig. Die kosten noch genauso viel wie im Hauptmenü. Aber ich möchte Holzfäller nicht kaufen. Ich möchte entweder Samurai oder Skelett. Oder Bussard sieht auch cool aus. Aber eher Samurai. Nee, das sparen wir uns mal auf. Also ist ja schnell erreicht, denke ich, die 15. So wie wir jetzt diese ganze Zeit diese Schnäbel finden. Ja, wir haben schon 8, also 15 sollten ja wohl drin sein. Hier liegt jetzt überall Monsteressenz verstreut. Zerbrich ein paar Gegenstände und deine Gesundheit ist im Handumdrehen wieder aufgeladen. Denke ich mal. Das Doofe ist, diese Gegner und diese Schädel, die wir dann einsammeln, sind beide rot. Das heißt, ich weiß nie, ob es jetzt so ein Schädel ist, den wir einsammeln können, oder ob es... Kann es sein, dass wir gefühlt keinen Schaden machen? In dieser doofen Schaufel? Nein! Also die 15 kriegen wir locker, hey. Das sollte echt drin sein.
Neuer Speicherpunkt. So ist's besser. Da, da, da. Hi. 10. Ist hier unten vielleicht noch was? Nein, nein, nein. Also ich muss sagen, das Spiel ist echt witzig. Gefällt mir. Und ist auch hübsch anzusehen, also. So, wir gucken nochmal, ob hier irgendwo noch was ist, was man einsammeln könnte. Weil die Dinger drehen sich ja nicht umsonst so, oder? Weil die, und die könnte ich ja echt überall hinspielen, problemlos. Hole ich als erstes. Meins. 12. Hinten ist so ein Schädel. Also ein Gegner. Das fange ich auch schon an, ey. Ja, und das Spiel ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich fand es irgendwie cool. Und dann habe ich das in der Trailer-Rotation gesehen, dachte so, oh. 6 Level, ist schnell durchgespielt. Schiebe ich einfach mal dazwischen. Und ich dachte, das passt irgendwie so zu Halloween. Irgendwie meine Devil May Cry Zeiten, ey. Da habe ich auch alles kurz und klein gehauen. Dass ich ja nichts verpasst, dass da irgendwas drin ist. Ja, ja. Devil May Cry. Da soll auch demnächst irgendwie die Special Edition rauskommen. Für die Xbox Series X. Da konnte ich leider keine vorbestellen. Und ich fahre jetzt nicht nach Berlin-Mitte, nur um mir eine Xbox zu bestellen. Hier mal rein. Huru, vielleicht brauchen wir deinen neuen Körper hier gar nicht. Schlüpf schnell raus und wirf einen Blick hinein. Rausschlüpfen? Aus meinem Körper oder was? Was denn sonst? Dein neuer Körper ist nur eine Hülle. Manchmal reicht auch nur ein kluges Köpfchen. Huhu. Warte. Willst du damit sagen, dass er seinen Kopf einfach abtrennen kann? Das ist ja widerlich. Halt den Schnabelvogel. Komm schon, Jack. Uhu. Lass die Hüllen fallen und ab mit dem Kopf. Uhu. Okay. Dann machen wir das mal. Dieses Geräusch, ey. Ey, das ist cool. Jetzt sind wir wie so ein kleiner Oktopus. Was? Schieben? Nun ja, da hast du ja... Ich hab's zu spät gesehen. So, dann können wir da hin. Das liegt auch ganz gut, denke ich mal. Na toll.
Und jetzt? So, das hätten wir also geschafft. Das heißt, wir können da jetzt durchlaufen. Aber bevor wir jetzt da durchlaufen, würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Pumpkin Jack. Das ist schon ein cooles Spiel. Muss ich ehrlich sagen, also wir haben jetzt 13 von 20 Schädeln und das Grammophon haben wir jetzt schon. Einstellmöglichkeiten gibt es auch einige. Ist schon cool, also muss ich sagen, also es macht richtig Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch auch gefallen hat, Daumen nach oben. So sieht's besser aus, ja. Ich könnte mir gerne natürlich auch einen Kommentar da lassen. Vielleicht auch mit Vorschlägen, was ich als nächstes spielen könnte. Also, ich wollte jetzt demnächst irgendwann anfangen mit The Last of Us 2. Eigentlich wollte ich Last of Us 1 spielen und dann The Last of Us 2. Aber Last of Us 1 habe ich jetzt so oft gespielt. Dachte, nein. Dann irgendwann wollte ich auch nochmal God of War durchspielen. Ein paar alte 360-Spiele noch. Also so eine bunte Mischung aus meinem Pile of Shame und... Also aktuellem Pile of Shame und... Sagen wir alten Pile of Shame. Ja. Vielleicht habt ihr aber einen besonderen Wunsch. Dann könnte man das so ein bisschen miteinander verknüpfen. Ja, das war's meinerseits. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ach so, und abonnieren nicht vergessen. Abonnieren ist immer gut. Macht's gut. Tschüss.